Eigentlich ist es ein Idyll, der Haderner Krautgarten im Osten Münchens. Alexandra Engel hat hier eine Parzelle. Und genau hier wurde sie von einer Kriebelmücke gebissen. Ihr Knöchel wurde rot und schwoll an. Noch heute, 2 Tage später, sieht man die Bissstelle. Schmerzen. Es hat dann so nach einer Stunde in etwa hat es sehr stark wehgetan und hat dann auch begonnen zu röten und anzuschwellen. Und es bereitet auch Schmerzen beim Gehen. Die Kriebelmücke ist winzig. Hier zum Vergleich eine Kugelschreiberspitze. Aber manche ihrer Opfer müssen sogar stationär im Krankenhaus behandelt werden. Diese Stiche, die sieht man richtig, da kann auch Blut herauslaufen. Und das Problem ist so ein bisschen, dass die Kriebelmücke einmal einen Blutverdünner reinspritzt in dieses Loch, sodass das relativ lange blutet und dann auch noch zusätzlich Histamin. Histamin ist ein Botenstoff, der bei allergischen Reaktionen vom Körper selbst freigesetzt wird. Und dann kommt die Kriebelmücke noch obendrauf mit dem Histamin, sodass man dadurch sehr starke Schwellungen bekommt. In Deutschland gibt es etwa 50 verschiedene Kriebelmückenarten. Blut saugen nur die Weibchen. Die Kriebelmücke sticht nicht, sie raspelt die Haut auf. Das austretende Blut schlürft sie auf. Damit sie schlürfen kann, spuckt die Mücke Stoffe aus, die die Blutgerinnung verhindern. Die Haut reagiert heftig, mit bis zu 10 cm großen Schwellungen, die rot und heiß werden. Um diese Schwellung zu bremsen, ist es sehr sinnvoll, wenn sie sofort kühlen, vielleicht auch ein bisschen Gegendruck ausüben. Eine Kortisonsalbe kann man auftragen. Und was auch ein ganz guter Tipp ist, man kann antiallergische Medikamente einnehmen, nämlich die einfachen Antihistaminika, die es auch für Heuschnupfen gibt. Und die bremsen die Histaminwirkung, sodass die Schwellung nicht so ausgeprägt ist. Die Kriebelmücke braucht heißes und feuchtes Klima und sauberes Wasser. Dort legt sie ihre Eier ab und aus denen entwickeln sich die Larven. Der Mensch ist eigentlich nur Ersatzbeute. Kriebelmücken fliegen auf Rinder oder Pferde. Auf dem Balkan gibt es Fälle, wo der Schock zahlloser Kriebelmückenbisse Rinder sogar umbringt. In den Garten von Alexandra Engel kommen die Kriebelmücken immer abends. Was ich auf jeden Fall mache, ist jedes Mal jetzt Gummistiefel anziehen, sodass die Knöchel geschützt sind, weil meistens werde ich in den Knöchel gebissen und im Stirnbereich und dafür kann ich ja dann einen Hut aufsetzen. Vorbeugen ist wichtig, dazu taugen Mückenrepellents. Kriebelmücken hört man nicht und sieht sie nur schwer. Und so sehr der Biss auch juckt, sie dürfen nicht kratzen, das reizt die Haut nur noch mehr.